Ich habe mir ja vor ein paar Wochen eine Formatkreissäge gekauft. Und da würde ich behaupten, dass es etwas gibt, was noch wichtiger als ein Schiebestock ist. Und zwar ist das der Fritz und der Franz. Alle Schreiner, alle Tischler werden das auf jeden Fall kennen. Das ist ein richtig praktischer Helferlein für an der Formatkreissäge ziemlich viele Dinge zu tun. Das werden wir heute herstellen. Ich werde euch zeigen, wie das funktioniert oder wie ich es halt eben mache. Und deswegen würde ich sagen, legen wir los. Ich habe kein Multiplex mehr in der richtigen Dicke, deswegen werden wir das Ganze heute aus Esche machen. Das ist ziemlich gut abgelagert, deswegen hoffe ich, dass sich das im Nachhinein nicht wirklich verziehen wird. Wenn nicht, dann muss ich es halt eben nochmal neu machen. Aber aus dem Grund werden wir das Ganze heute aus Esche machen. Jetzt habt ihr gerade wieder gesehen, warum man niemals hinter der Tischkreissäge stehen sollte. Denn das Teil, was ich abgeschnitten habe, ist bis hinter den Kantenanleimer geflogen. Und das hätte ganz schön wehgetan, wenn das einem zum Beispiel in den Bauch geflogen wäre. Nichts passiert, ich habe ja neben dran gestanden, deswegen alles gut. Kann halt einfach mal passieren an der Kreissäge. Bevor ich euch sage, wofür das Ganze noch ist, werden wir erstmal hier diese T-Nut ausmessen. Denn da brauchen wir halt eben das Gegenstück, was halt hier genau reinpasst. Das werden wir jetzt machen. So. Sache am Rande. Früher waren meine Maschinen nicht so genau. Da habe ich viel mehr mit Schleifen halt eben noch gemacht. Aber weil ich die letzten Wochen und Monate diese ganzen Maschinen so frisch gemacht habe, wie zum Beispiel jetzt bei der Dicke die Höheneinstellung oder bei der Formatkreissäge, dass ich die einmal richtig, richtig gut eingestellt habe. Deswegen kann ich jetzt so arbeiten, dass halt eben die Maße, die ich abnehme, halt auch wirklich dann passen, wenn ich sie hier einstelle. Das ist eine richtig coole Sache. Ich habe zum Beispiel als Breite 32,5 abgemessen und jetzt habe ich hier eine Breite von 32,4. Das heißt, ein Zehntel Ungenauigkeit bei der Maschine ist wirklich ganz, ganz abgefahren. Ich habe mit dem Schreiner gesprochen, der arbeitet auf einen Millimeter, gerade bei so Tischplatten, weil er halt eben sowieso da noch was schleift. Das heißt, die sind eigentlich gar nicht so wirklich dafür gemacht oder normalerweise werden sie nicht so extrem benutzt, dass man hier auf 2 Zehntel genau hobelt. Aber ich habe das einmal richtig eingestellt und jetzt profitiere ich davon, dass ich es halt einfacher und vor allen Dingen auch schneller herstellen kann. Also als nächstes müssen wir hier noch 2 Falze anfräsen und da sind wir auch schon beim richtigen Thema. Jetzt gehen wir nämlich zum Ruvi-Frästisch, der ist auch auf ein Zehntel genau. Vor allen Dingen die Feineinstellung ist da richtig, richtig fein. Deswegen denke ich, dass das auch hier sehr, sehr gut funktionieren wird. Gehen wir mal zum Frästisch. Und natürlich hat alles beim ersten Mal perfekt funktioniert. Ich weiß nicht, ich hatte nur zufällig noch so ein ähnlich aussehendes Stück Holz. Das kann jetzt in die Brennholztonne. Spaß beiseite. Ich habe einmal das Ganze ein bisschen zu breit eingefräst direkt. Genau. Aber ich zeige es euch mal ein bisschen näher, denn das
muss ziemlich genau trotzdem hier in dieser Nut hier sitzen. Also Fritz und Franz, so wie ich ihn bauen werde, will ich das eine Teil so gestalten, dass ich das mit dem Tisch verspannen kann. Das andere Teil muss jedoch auf dem Tisch gleiten können. Das bedeutet, das eine Teil muss ich später doch minimal hier oben abschleifen, dass man das mit einer Schraube zusammenziehen kann. Das andere Teil darf ich das aber nicht machen, weil das soll fest verschraubt werden und das soll sich hier in dieser T-Nut frei bewegen können. Das bedeutet, wir werden jetzt beide Teile entsprechend abkappen und dann halt so befestigen, dass das halt eben auch später realisierbar ist. Und genau aus dem Grund habe ich auch keine Kappsäge mehr, denn ich werde alles, beziehungsweise ich schneide alles mittlerweile hier in dieser Formatkreissäge, so kann ich ein bisschen Platz in der Werkstatt sparen. Den Metallbohrer, da habe ich frisch geschärft und schaut mal, was das für ein gutes Bohrergebnis ist. Das ist wirklich schon richtig fein. Da kommt nämlich jetzt hier diese Einschraubhülse rein. Als nächstes muss ich ein bisschen meinen Anschlag umbauen, denn wir müssen jetzt eine ganz kleine Nut schneiden. Dafür baue ich das um, damit ich halt eben gleich mehr Anliegefläche habe und halt eben den Schnitt nicht verkippel. Das kommt auch neben das Sägeblatt, damit ich beim Schnitt das Ganze halt eben auch, wie gesagt, nicht verdrücke. Und das geht gar nicht mit dem Anschlag. Deswegen machen wir die Schraube doch raus. Boah, Alter, wir hatten die Fisch gezogen. Da hat er aber echt eine Angst gehabt, dass man ins Blatt fährt. Also, das hier ist mein Andrückstück. Das hält leider nicht rein in der Nut. Deswegen werde ich das Ganze mit Kleber dort jetzt einkleben. Ich benutze dafür normalen 2-Komponenten-Kleber. Jetzt kommen wir mal so langsam zu dem Griffstück und wenn man so einen Griff frei Auge da rauszeichnen muss, muss ich immer sagen, das ist gar nicht mal so einfach. Also ich finde es gar nicht mal so einfach, denn kann man da jetzt einen Griff dran erkennen? Ich glaube noch nicht so ganz. Ich habe auch ganz am Anfang vom Video angesprochen, dass wir den Griff aus Esche machen werden. Ich habe aber tatsächlich in der Brennholzkiste dieses Stück Holz hier gefunden, das hat perfekt gepasst, hatte keine Risse. Deswegen werde ich doch das hier nehmen, weil da muss ich ja nicht ein unnötig großes Stück Holz für so ein kleines Teil opfern. Das werden wir jetzt erstmal ausschneiden und dann werden wir das Ganze bohren. Der kleine Akkuschrauber. So, die Leiste hier können wir jetzt mal festschrauben. So, ich schaue jetzt, wenn ich meinen Griff montiere, dass ich den ungefähr mittig über der Schiene montiere, dass wenn ich drücke, dass ich auch das Brett nicht verkeile, sondern halt eben gegen das Material, was ich festhalten will, auch halt eben drücke. Das Ganze sieht so eigentlich, denke ich, ganz gut aus.
Und die Position markiere ich mir jetzt direkt hier auf dem Brettchen. So, jetzt müssen wir erstmal den finalen Schnitt machen, dass das Ding vorne an dem Sägeblatt vorbeiläuft. Und dafür schiebe ich erstmal hier dieses Klötzchen drauf. Und das kann man halt eben jetzt arretieren, dass das sich hier nicht mehr drauf bewegt. Das werde ich aber hinten gegen den Anschlag fahren. Und hier dieses Klemmbrettchen kann ich halt eben jetzt hier dagegen drücken. Ich würde sagen, wir machen mal den ersten Schnitt. Ich werde jetzt noch ein Maßband dran machen, denn für die Aufgabe, wie wir es gleich halt eben nutzen werden, wird das auf jeden Fall praktisch sein. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das in Schreinereien oder bei der BG auch so gemacht wird, aber ich denke mal, schaden kann es auf jeden Fall nicht. Deswegen packen wir jetzt hier noch ein Maßband drauf. Dann würde ich sagen, probieren wir das Ganze jetzt natürlich auch mal noch aus. So. Der kommt hier rein. Der kommt da rein. Um das Ganze jetzt richtig benutzen zu können, müssen wir hier den Anschlag auch ein bisschen einstellen. Als erstes muss ich den einmal drehen. Und der soll jetzt auch tatsächlich gar nicht so weit neben das Blatt stehen, sondern ziemlich weit hinten. Dieses System funktioniert jetzt so, dass man halt eben das Ganze mit dem Andrück, mit dieser Andrückhilfe hier hinten, hier oben dagegen drückt. Dann kann man das Ganze parallel am Anschlag einmal führen und im Prinzip machen dann hier diese Andrückhilfen den Rest. Das ist jetzt auch relativ stabil hier drin. Das heißt, man braucht hier nicht so viel Platz oder nicht so viel Andrückbreite, dass das Ganze halt eben gut funktioniert. Wir werden jetzt hier ein paar Teile zuschneiden und dann schauen wir uns einfach an, wie gut das halt eben funktioniert. So, als nächstes müssen wir natürlich die ganzen Teile hier auf Länge zuschneiden. Und da erhoffe ich mir tatsächlich eine ganz große Arbeitserleichterung, denn das hier werden alles Griffe für Drechseleisen. In dem Projekt habe ich ja damals extra mir so eine Vorrichtung gebaut, damit ich die hier schneiden kann. Das ist aber nicht so ganz sicher gewesen, deswegen soll auch hier der Fritz und der Franz wieder ganz viel Abhilfe schaffen. Und dafür kann ich mich jetzt meinen Anschlag ganz weit nach vorne bringen und kann nämlich jetzt hier auch zur Not Teile, die fehlerhaft sind, länger abschneiden, damit die direkt in die Brennholzkiste können. Und hier kann ich halt eben mein entsprechendes Maß anfahren und kann das dann auch wieder sicher mit dem Fritz und Franz festhalten. Sprachfehler incoming.
Also Leute, ihr habt gesehen, was der Fritz und der Franz alles so kann. Und das hier war wirklich ein Traum, diese Teile hier zuzuschneiden. Und jetzt konnte ich das Ganze hier auch wirklich in einer guten Zeit machen. Wie gesagt, das hier wären alles Griffe von den Drechseleisen. Schaut doch gerne mal in die Videobeschreibung. Vielleicht oder sehr wahrscheinlich müssten sie dann auch jetzt wieder vorrätig sein. Schau einfach in die Videobeschreibung, da findest du dann den entsprechenden Link. Und genau. Für mich heißt es jetzt, hinter der Kamera einiges an Drechseleisengriffen herzustellen und genau, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. So kann man den Fritz und Franz bauen. Wenn da Schreiner unter euch sind, dann schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wenn ihr irgendwas gesehen habt, was vielleicht anders gemacht wird oder wie man das vielleicht noch verbessern kann. Schreibt es gerne mal in die Kommentare und das soll es auch mit dem Video für heute gewesen sein. Ciao.